Die Inflation geht zurück, die physische Nachfrage nach Gold geht zurück und trotzdem ist der Goldpreis aber knapp unter Rekordhoch. Was heißt das? Ist da was im Busch? Was preist der Markt gerade ein? Preist er gerade möglicherweise eine größere Krise ein, die kommen könnte, von der wir noch gar nichts ahnen? Oder gibt es noch eine andere Erklärung dafür, die aber auch nicht besonders erfreulich ist? Zuschauer, die schon länger dabei sind, die kennen ihn schon. Den Zukunftsmärkte-Dollar, das Geld der Zukunft. Ich habe ihn hier schon ewig nicht mehr beworben, aber er ist toll. Er ist unfälschbar, er ist streng limitiert, das heißt, er ist nicht beliebig vermehrbar und er ist notenbankenunabhängig. Das heißt, eine Kursexplosion dafür ist eigentlich vorprogrammiert. Wenn Sie noch einen haben wollen, schreiben Sie mich an, aber ich sage es Ihnen gleich, die sind nicht billig. Aber warum soll er nicht noch wertvoller werden? Warum haben Dinge überhaupt einen Wert? Entweder, weil wir sie wirklich brauchen, wir müssen ja essen, wir müssen trinken, wir brauchen ein Dach über dem Kopf und Feuerholz und so weiter. Oder aber, weil man ihnen einen Wert zuschreibt einfach. Das tut man auch aus verschiedenen Gründen. Bei Geld, bei Gold, Kunstwerke, Tulpen, Koi-Karpfen, Kryptowährungen. Denen messen wir einfach einen Wert bei, der schwankt auch oft und eine ganz spezielle Rolle bei dem Ganzen spielt Gold. Gold ist zwar auch vermehrbar, es ist jetzt aber nicht beliebig vermehrbar. Und auch bei Gold gibt es ja zum Beispiel eine Industrienachfrage, die ist aber da nicht so wichtig. Gold ist vor allem ein monetäres Metall. Es ist an sich wertvoll und das auch schon seit Tausenden von Jahren. Und ich zeige immer ganz gern das hier. Das ist die Gold-Wiesenbier-Ratio, die wird erstellt immer vom Vermögensverwalter Incrementum. Wie viel Oktoberfestbier kriegt man für eine Unze Gold seit 1950? Auf dem Oktoberfest, da sind die Preissteigerungen ja besonders hoch, aber Gold hat auch da die Kaufkraft erhalten, der Besucher. Man kriegt dafür immer noch genauso viel Oktoberfestbier wie 1950. Und ich bin da noch vom alten Schlag und für mich ist eben das immer noch der eigentliche Sinn von Gold auch. Also Schutz vor Inflation, Schutz vor Geldentwertung plus dann vielleicht noch eine Absicherung gegen extreme Katastrophen. Und viele würden das wahrscheinlich auch unterschreiben von Ihnen und auch sagen, ja, das ist der Grund, warum man Gold hat. Aber funktioniert die Welt immer noch so? Man kann sich ja gar nicht beschweren. Das ist Gold in Dollar die letzten 5 Jahre. Der Chart ist von TradingView. Gold ist vorher auch schon gestiegen, aber in der Corona-Krise, da hat sich der Anstieg dann nochmal stark beschleunigt. Ist auch nachvollziehbar. Es war eine Krise, wo die halbe Welt stillgestanden ist, aber wo sie gleichzeitig geflutet worden ist mit Unmengen von billigem Geld. Und da haben viele damals gesagt, inflationsmäßig kann das nicht gut gehen. Und es ist auch nicht gut gegangen. Und Gold ist dann eben auf einen Rekord hochgestiegen. Das war aber schon im August 2020. Danach ging es wieder runter. Beim Ausbruch vom Ukraine-Krieg, da gab es dann nochmal so ein Hoch und dann ging es aber wieder runter. Und der dritte Anstieg, der war dann ab letztes Jahr Oktober. Von da aus ist es jetzt Anfang Dezember auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Seitdem haben wir dann wieder eine leichte Korrektur gehabt, aber die war jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Man kann also grundsätzlich sagen, nie war Gold so wertvoll wie heute. Und die Goldfans, die sagen natürlich sehr schön, das war aber auch schon lang überfällig. Die Notenbanken haben versagt, die Inflation ist aus dem Ruder gelaufen, das ganze Geldsystem hat an Vertrauen verloren. Natürlich muss Gold jetzt steigen. Nur eigentlich ist es im Moment zumindest ja gerade ganz umgekehrt. Die Notenbanken haben das mit der Inflation lang verschlafen, das stimmt schon, aber inzwischen bekämpfen sie sie ja. Sie haben die Zinsen stark angehoben, sie haben sie so stark angehoben, dass manche sogar inzwischen sagen, dass die Geldpolitik vielleicht schon viel zu straff ist, dass das jetzt gefährlich ist und übertrieben und dass das die Welt in eine Wirtschaftskrise treibt. Aber abgesehen davon, diese Straffung war ja auch erfolgreich.
Hier haben wir die US-Inflation die letzten 5 Jahre von Trading Economics, die Grafik. Der Höhepunkt war erreicht im Juni 2022 bei 9,1%, aber jetzt im Oktober waren wir nur noch bei 3,1%. Und darum stellt sich die Frage, warum haben wir jetzt einen Goldrekord hoch? Warum haben wir das nicht gehabt, als die Inflation viel höher war und auch noch gestiegen ist? Und das ja auch vor dem Hintergrund, dass die Minenproduktion im dritten Quartal auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist, dass aber die Schmucknachfrage gleichzeitig zurückgeht, dass die Industrienachfrage gleichzeitig zurückgeht und dass auch die Nachfrage nach Münzen und nach Barren weltweit stark zurückgeht. Das Einzige, das immer noch hoch war im dritten Quartal, das waren die Goldkäufe der Notenbanken. Aber auch die waren schon wieder 27% unter dem Niveau im Vorjahr. Und zu den Notenbanken-Goldkäufen, speziell von denen von China, da habe ich am Montag ja schon ein Video gemacht. Die chinesische Notenbank, die kauft gerade das meiste Gold. Und es gibt da die Theorie, dass sie das darum tut, weil sich China auf einen Angriff auf Taiwan vorbereiten würde. Das habe ich in dem Video kritisch hinterfragt, die Theorie. Aber Sie sehen schon, das Thema Gold, das wird hier reichlich abgedeckt. Darum, wenn Gold für Sie interessant ist, vielleicht ist ja auch ein Kanal-Abo für Sie interessant. Und davon abgesehen, ich bin jetzt wirklich ganz knapp unter 30.000 Abonnenten hier. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Zuschauer jetzt, der noch nicht abonniert hat und der mir da jetzt aber helfen kann, dass ich mal über diese psychologische Barriere von 30.000 mal drüber komme. Ich zähle auf Sie, zum Kanal-Abo geht's hier unten. Okay. Die Inflation spricht nicht für einen Goldrekordhoch, Angebot und Nachfrage sprechen auch nicht für einen Goldrekordhoch und trotzdem die Investoren kaufen. Jetzt hört man oft, ja, die Zinsen fallen doch wieder, weil man ja mit Leitzinssenkungen rechnet demnächst wieder. Und wenn die Zinsen aber nicht mal so hoch sind, dann wird alles andere attraktiver, also eben auch Gold. Naja, es stimmt so halb. Wenn man es genau nimmt, sind Zinsen ja nur dann attraktiv, wenn davon nach der Inflation auch noch was übrig bleibt. Es geht also weniger um die Zinsen an sich, sondern es geht um die Realzinsen abzüglich Inflation. Und gerade die Goldanleger, die haben das immer auch so gesehen. Das hier ist zum Beispiel der Realzins auf 10-jährige US-Staatsanleihen in grün und der Goldpreis in rot. Die Grafik ist von der Fed St. Louis von 2010 bis 2022. Wenn der Realzins gefallen ist oder ins Negative gerutscht ist, dann ist Gold gestiegen und umgekehrt. Der Zusammenhang war glasklar und ist ja auch logisch. Gold soll mich ja davor schützen, dass die Inflation mein Geld wegfrisst. Und sie frisst sie umso mehr weg, je niedriger der Realzins ist. Nur jetzt haben wir diesen Zusammenhang plötzlich nicht mehr. Die Grafik hier ist von Long-Term Trends. Der Realzins ist da die schwarze Linie, die ist hier invertiert, damit man den Gleichlauf sieht. Und die letzten 5 Jahre, da waren sie auch die meiste Zeit in Gleichlauf. Gold und der Realzins. Aber seit ungefähr einem Jahr sind sie das plötzlich nicht mehr. Ich hoffe, man kann es sehen. Der Realzins ist ja jetzt plötzlich deutlich positiv, aber Gold hat sich davon abgekoppelt. Und darum müsste man jetzt sagen, entweder bricht jetzt der Realzins ein oder der Goldpreis bricht ein oder aber die dritte Möglichkeit, das Ganze hat im Moment einfach keine Bedeutung, weil es was anderes gibt, was den Goldpreis hochtreiben könnte. Kommt da irgendwas auf uns zu? Sieht der Markt da irgendwas, was wir vielleicht noch nicht so sehen? Da ist natürlich viel denkbar an Szenarien. Es fängt damit an, dass der Markt möglicherweise vorwegnimmt, dass die Notenbanken das vielleicht doch nicht so durchhalten jetzt mit ihrer Inflationsbekämpfung, dass sie dann am Ende eben doch vorzeitig einknicken werden. Es kann aber auch was Schlimmeres sein, ein schlimmerer Grund, eine schwere Krise in einem bestimmten Sektor, im Immobiliensektor zum Beispiel oder im Bankensektor oder auch ein schlimmer geopolitischer Konflikt oder noch schlimmer vielleicht eben doch die eine große systemische Krise, vor der viele ja schon lange gewarnt haben. Das sind jetzt aber alles Mutmaßungen von mir, ich habe da auch kein geheimes Insiderwissen. Nur ein Goldpreis knapp unter Rekordhoch in einer Phase, in der die Geldpolitik straff ist, in der die Inflation zurückgeht und in der die Realzinsen steigen, das kann man schon auch sehen als Alarmsignal im Prinzip und als Hinweis, dass da vielleicht irgendwas im Busch ist.
Aber was spricht dagegen? Die Aktienmärkte. Da sieht man nämlich von solchen Katastrophen überhaupt nicht das Geringste. Der DAX ist ja auch auf einem neuen Rekordhoch jetzt und genauso der Dow Jones Index in den USA seit gestern. Die Börsen sagen uns, alles ist gut, wir leben in der besten aller Welten. Leben die jetzt alle komplett in einem anderen Universum, die Aktienhändler und die Goldhändler? Ich glaube das nicht so richtig, aber wenn dem so wäre, dann irrt sich da gerade eine von den beiden Seiten und zwar ganz gewaltig. Aber es gibt eben auch noch eine andere Erklärung dafür, nämlich sie leben beide immer noch im gleichen Universum, nur Gold ist eben vielleicht nicht mehr das, was es mal war. Es hat seine Bedeutung verloren, es hat sein Narrativ verloren, es ist jetzt auch einfach nur noch so ein Risk Asset, so eine Risikoanlage, so wie alle anderen Risikoanlagen auch. Und der Gedanke gefällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht besonders. Nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir mal Bitcoin. Ich habe jetzt nicht besonders viel Ahnung von Kryptowährungen, aber eins ist mir doch aufgefallen. Man kann ja von Bitcoin halten, was man will, aber am Anfang war das eine sehr spannende Sache, das war auch sehr innovativ und Bitcoin ist populär geworden, weil die Leute ja auch ein übles Gefühl gehabt haben nach der Finanzkrise und auch wegen dem Geldsystem und der Geldpolitik und all diesen Dingen. Und ich kann mich hier noch an Zuschauerkommentare erinnern vor ein paar Jahren, wo es dann hieß, bei einem Bitcoin-Kurs von $60.000, dass sich Bitcoin jetzt noch vertausendfachen wird, wenn das Finanzsystem dann eben mal zusammenbricht. Bitcoin war also der große Krisenschutz und auch der große Gegenentwurf zu allem. Nur davon ist nicht mehr viel übrig. Hier ist der 5-Jahres-Chart. 2020 ist er so wie alles stark gestiegen. 2022 ist er dann so wie alles wegen der Zinspanik wieder stark gefallen. Und jetzt steigt er wieder so wie alles. Es ist also nichts mehr mit Krisenschutz großartig, sondern genau im Gegenteil. Er verhält sich genauso wie jede andere Risikoanlage auch zurzeit. Abhängig vom Zins und man ist sogar nach der Meinung, dass Bitcoin besonders spekulativ ist und da einen besonders hohen Hebel hat auf den Zins. Und ich habe aber eben die Befürchtung, da geht mit Gold auch die Reise hin im Moment. Dass die Anleger da eben gar nicht mehr großartig drauf schauen, auf die Inflation und auf die Realzinsen und ob eine Krise kommt oder nicht, sondern nur noch, dass sie da eben sagen, auch nur noch, was macht der Zins, was machen die anderen Risk Assets, also machen wir bei Gold dasselbe. Risk on, Risk off. Jim Wyckoff, das ist ein Analyst von Kitco, der hat neulich geschrieben, kurz vor den amerikanischen Inflationsdaten, wo die gekommen sind, die kurzfristige Verfassung von Gold hat sich verschlechtert. Wenn die Verbraucherpreisinflation überraschend hoch ist, dann kann das im Goldmarkt zu Verkaufsdruck führen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so als klassischer Goldanleger vom alten Schlag. Eine hohe Verbraucherpreisinflation ist schlecht für Gold. Aber trotzdem hat Jim Wyckoff wahrscheinlich leider sogar damit recht, weil wenn die Inflation höher ist, dann bleiben ja auch die Zinsen oben und das ist dann ja schlecht für alles, also eben auch für Gold. Und gestern nach der FED-Sitzung hat man das ja auch wieder gesehen. Die FED hat die Inflationsprognose gesenkt und Gold ist aber hochgeschossen, weil dadurch die Zinsen gefallen sind. Und wenn das aber so ist, dann brauche ich in Zukunft kein Gold mehr. Dann kann ich dafür auch unprofitable Wachstumsaktien kaufen an der Nasdaq, wenn das eh alles das Gleiche ist mittlerweile. Ich habe eben diesen Verdacht, dass es da diesen Paradigmenwechsel gibt gerade bei Gold. Und das hat den Goldpreis jetzt zwar hochgebracht, aber trotzdem, ich bin da nicht so besonders glücklich drüber. Und es sagt uns natürlich aber auch viel über die Mentalität, die wir da gerade allgemein haben an den Finanzmärkten. Ich hoffe, das geht irgendwann mal auch wieder vorbei. Ich hoffe, dass sich diese 6000-jährige Tradition, die Gold hat, gehabt hat als Wertanlage, dass sich die auch irgendwann mal wieder durchsetzt gegen diese Sichtweise, die man im Moment da hat.
Dann hätten wir aber den Widerspruch wieder bei den Realzinsen, der müsste sich irgendwann mal auflösen. Das heißt, der Goldpreis kann auch erstmal wieder runtersacken. Aber wie gesagt, es gibt eben natürlich auch noch die anderen Szenarien an den Märkten, die sehr unschönen Szenarien. Und für die ist es eben trotzdem immer gut, wenn man trotzdem noch Gold in der Hinterhand hat als Anleger. Auch wenn der Preis jetzt vielleicht nicht jedes Jahr gleich explodiert. Explodierendes Gold gibt es übrigens auch, das sogenannte Knallgold. Das haben die Alchemisten schon entdeckt vor 400 Jahren und inzwischen weiß man sogar auch, aus was es besteht. Das schreibt hier das Wissenschaftsmagazin Spektrum. Und wenn Gold aber wirklich seinen Nimbus verlieren sollte, dauerhaft, als Inflationsschutz, als Krisenschutz, der Nachfolger steht schon bereit. Hier haben wir Ihnen eine großartige Investmentchance, wie gesagt. Aber Sie können auch erstmal es günstiger haben und hier in ein Kanalabo einfach investieren. Auch da sind wir ja auf einem Weg zu einem neuen Rekordhoch. Dank Ihrer Hilfe natürlich. Das kann man auch nicht oft genug betonen. Ohne Sie geht's hier einfach nicht. Von daher, wie immer, alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.